Ja, Volodymyr Zelensky in den USA, dazu unser Tagesgespräch heute mit Jürgen Hart, dem langjährigen außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Hart, die US-Unterstützung schwindet. Ja, finanziell wissen wir es am Ende noch nicht, aber irgendwie auch in der Bevölkerung und unter den amerikanischen Politikern. Macht Sie das besorgt? Das besorgt mich natürlich zutiefst. Ich hatte vor 3 Wochen die Gelegenheit, mit 4 Senatoren, 2 Demokraten und 2 Republikanern zu sprechen, über eine Stunde lang, vornehmlich natürlich über das Thema Ukraine-Hilfe. Der Eindruck war, dass beide Seiten des Parlaments in Amerika der Meinung sind, die Ukraine-Hilfe muss fortgesetzt werden. Ich glaube, die Unterstützung ist nach wie vor allem im Senat, aber auch im Abgeordnetenhaus sehr breit, vielleicht auch breiter als in der Bevölkerung. Aber man sieht eben die dringende Notwendigkeit. Nur es gibt diese Kombination von Forderungen der Republikaner, die sagen, wenn es Ukraine-Hilfen gibt und wenn es Hilfen für Israel gibt, dann muss es eben auch neue Maßnahmen an der Grenze nach Mexiko geben. Also eine innenpolitische Maßnahme, die von den Republikanern auf diese Weise mit dem Hebel Ukraine-Hilfe durchgesetzt werden soll. Und dieses Paket ist bisher nicht geschnürt und verabschiedet. Ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht bis Jahresende gelingen könnte. Dann läuft ja das laufende Ukraine-Unterstützungsprogramm aus. Wie das ausgeht, ist unklar. Ich bin aber sehr beeindruckt davon, wie Präsident Zelensky erst in Südamerika und jetzt in Washington für seine Sache wirbt. Ich finde das sehr überzeugend und ich glaube, das wird auch seine Wirkung nicht verfehlen. Aber erklären Sie es uns mal, ohne die Amerikaner geht es ja nicht, ne? Da ist der Krieg verloren. Die Amerikaner sind diejenigen, die am meisten leisten, sowohl militärische Hilfe als auch zivile Hilfe. Ich habe den Eindruck, dass die Amerikaner am ehesten noch bereit sein werden, auch die militärische Hilfe weiter in hohem Maße fortzusetzen. Aber dass sie von uns Europäern erwarten, dass wir im zivilen Bereich, also was die Finanzierung des laufenden Budgets, des Haushalts der Ukraine angeht, was die Finanzierung humanitärer Hilfe angeht, dass sie von uns Europäern mehr erwarten. Und ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Jahres vielleicht doch ein Kompromiss auf den Tisch liegt, nachdem die Amerikaner sagen, sie machen weiter diese großen militärischen Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine und wir Europäer tun mehr im Bereich der zivilen, humanitären Hilfe und Haushaltshilfe. Das könnte ich mir vorstellen, wäre auch ein für uns akzeptabler Weg. Allerdings haben auch wir Deutsche noch Erfordernisse, was militärische Ausrüstung angeht. Wir hatten als Europäische Union versprochen, 1 Million Granaten in 23. Es werden jetzt, wenn es gut geht, 400.000 wohl werden. Wir haben als deutsche Bundeswehr Taurus-Marschflugkörper, die die Ukraine dringend braucht, um über diese Minenfelder hinweg in den rückwärtigen Raum der Russen, in die Ostukraine hineinzuwirken und sich auch im Zweifel Schiffe vom Leib zu halten. Das weigert der Bundeskanzler, das verweigert der Bundeskanzler. Am Montag hat die Bundesaußenministerin in einer großen deutschen Tageszeitung einen Gastbeitrag formuliert, den ich als Hilferuf auch Richtung Kanzleramt sehe. Das ist wirklich jetzt in der Ukraine, dass wir an einem Wendepunkt sind und dass wir Deutsche auch mehr tun müssen, als wir bisher tun. Ich möchte das Wort Wendepunkt mal aufgreifen, Herr Hart. Dieser Krieg macht jetzt schon den Eindruck, als ob er an einem Wendepunkt sei. Man liest häufig, die Ukrainer, was ja nur allzu verständlich ist, seien müde. Und Russland habe am Ende doch eben den längeren Atem. Das würde dann zutreffen, wenn wir unsere Unterstützung vernachlässigen. Ich glaube, dass mit militärischer und ziviler Hilfe aus dem Westen, also aus der Europäischen Union, aus Nordamerika, die Ukraine in der Lage ist, diesen Angriff zurückzuwerfen und die Grenzen, die völkerrechtlichen Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Aber es bedarf eben unserer nachhaltigen Hilfe. Wenn wir das nicht machen, dann wird der Appetit Putins auf andere Gebiete, die ehemals zur Sowjetunion gehören, nur geweckt. Ich denke da speziell an Moldau, ich denke an Georgien. Und ich sehe mit großer Sorge die Äußerungen von Präsident Putin Richtung Lettland, der gegenüber der lettischen Regierung, die angeblich die Interessen und Rechte der russischstämmigen Bevölkerung vernachlässigt, die gleiche Wortwahl wählt, wie das vor 2014 gegenüber der Ukraine im Blick auf die Russen auf der Krim der Fall war. Das erinnert mich fatal an die Situation vor 8 Jahren, vor 9 Jahren. Und deswegen glaube ich, müssen wir einfach dafür sorgen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und ich würde mir wünschen, dass zuallererst der deutsche Bundeskanzler endlich das Wort in den Mund nimmt und klar sagt, ich möchte, dass die Ukraine gewinnt. Das wäre eine massive Ermutigung für die Menschen in der Ukraine, denn die Aussage,
wir möchten, dass die Ukraine nicht verliert und dass Russland nicht gewinnt, bedeutet ja für die Menschen möglicherweise eine weiter lang anhaltende Situation in einem Art Limbo, in dem sich nichts bewegt, nichts entscheidet und vor allem die Ukraine auch wirtschaftlich ja nicht auf die Beine kommt. Denn wer will investieren in einem Kriegsland? Jürgen Hart war das, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlichen Dank, Herr Hart.